Ich finde es jetzt auch nicht großartig da drin, weil. Also mit Salz, vielleicht mache ich dann mehr noch ein bisschen Pfeffer drüber. Aber Salz nicht, weil der Speck ist sowieso meistens salzig genug. Bin ich eher für Nachsalzen. Der Bacon meine ich. Eine Kartoffel bleibt übrig. Och, Tutti, hör mal auf zu betteln. Sag mal. Wir sind voll am Topf. Aber egal, passt noch. Wir sind sehr voll, aber es passt noch. Gut. Mal gleich den Cheddar. Dann scheiß ich packen, ey. Muss mal den Kopf wieder sauber machen, ey. So katastrophal, ich hab's dann aber auch nichts gemacht, aber es sieht aus hier. Weiß auch nicht, in letzter Zeit ist Katastrophe. Ich hasse das. Und du musst sauber sein. Meins. Ich bin schon so aufgeregt wegen morgen. Ich bin so gespannt, ob das klappt. Ich wollte schon immer dieses Auto haben. Und ich habe mir das als letztes nicht eingesehen, weil er so teuer war, den zu kaufen für das Baujahr. Jetzt tue ich es doch. Mache ich wieder Würfelchen. Käse kann man nie genug. Also da muss ich sagen, Käse mit den Kartoffeln und dem Bacon, das wird bestimmt gut schmecken. Ruf da. Dann noch den Cheddar, der muss nämlich auch unbedingt weg. Da sieht es schon den Bröckel. Aber wir nehmen alles, was im Angebot ist, ne? Und dann. Dann riecht auch schon streng. Hast du diese Verpackung, Cheddar, ey, mit den Nudeln, sag ich mal so. Das schmeckt auch richtig gut, wenn du so gelockte Nudeln nimmst, ich weiß nicht, wie man die das nennt, mit, wie heißt das, mit Gouda, Butterkäse, sie waren eigentlich, und bisschen Butter, ein bisschen salzige, so ein bisschen Ham and Cheese Style mäßig, weil das schmeckt so lecker. Das werde ich immer essen, so zwischendurch. Natürlich durchsuchst du meine Tasche. Was gibt es denn da Schönes? Ja. Ich habe da noch Salami drin in der Tasche. Deswegen. So, alles verbrauchen. Und dann haben wir es ja schon. Ich bin mal gespannt, was das wird. Mächtig Käse viel. Vor allem auf dem Boden gerade. Aber es macht nichts. Was, wenn der da dran klebt, ey? So, ne? Und jetzt schnabuliert der Hund weg. Hast einen riesen Haufen da in der Auflaufform, ne? Warte mal, ich weiß gleich, was ihr da schreibt. Ich halte jetzt nochmal eben kurz in die Kamera. Das Chaos-Auflauf hier. Und dann ab in den Ofen. Mal gucken, was es wird. Weil der Kuchen ja nicht in den Ofen muss. Warte mal. Oh,
Ich muss eigentlich Tee trinken für die Halsschmerzen. Kartoffeln und Kuchen, ja. Ach so, Mon Caramel Humbug. Ja, genau, das heißt, eigentlich wollte ich noch gerade Pfeffer drauf machen, ne? Ich liebe mal Speck. Das ist genauso wie Männer, die in Käse kochen. Ja, Kartoffelkuchen. Ja, zwei Gänge kann man so sagen. Ja, und der Käse vom Boden ist weg. Na, und war einmal drin. Aha. Da waren Wörter mit dabei, die nicht so stream erlaubt sind, anscheinend. Keine Ahnung, was für Wörter da geschrieben wurden. Ich sehe es nicht. Habt ihr es bald mit euren Kartoffeln? Ich glaube nicht, dass es so Masche wird. Ist irritiert. Nichts Schlimmes, okay? Weiß ja nicht. Ich habe keine Ahnung, was für ein Wort das ist. Es ist auf jeden Fall gesperrt anscheinend. Ich weiß nicht, was es ist. Muss man es vielleicht umformulieren. In ein netteres Wort. So, also Wassermelone. Wollen wir schon mal gucken? Schlagsahne und Joghurt dazugeben. Ich habe weder noch. Also Schlagsahne doch habe ich. Ach doch, Joghurt haben wir auch. Menschen? Die kann das nicht sein. Nee, Menschen kann ja nicht gesperrt sein, wenn es. Wie gesagt, ich sehe es nicht, die Nachrichten gesperrt wurden. Ah, du kannst auch Cupcakes machen, okay? Aha, da ist wieder eine Backform mit dabei. Ich glaube nur für den Boden. Oh ja, gut, ja, das wird wieder eine Aufgabe. Puh. Zwei Eier, kalte Schlagsahne. Aber ich glaube, das passt. Wir haben sogar noch zwei Tüten. Ist ja praktisch. Was denn da los? Genau. Oh, cool. Sind auch immer auf allen Sprachen mit dabei, ne? Das mag ich gerne. Trennen Sie die runde Bodenplatte vom Ring ab, indem Sie... Ah, ja. Das hatte ich schon mal gemacht bei der anderen Form. Oh Gott, ich brauch's mal. Pass. Ich glaube, die haben nachher Lutschpastillen noch. Ja. Sebastian. Und da müssen wir jetzt drumherum diesen Kranz machen. Ja, das ist glaube ich schon einmal gemacht. Das heißt, das gleiche System. Also Menschen kann es auf jeden Fall nicht sein. Menschenfleisch. Nee, keine Ahnung. Das sieht nur so aus. Mana, der so klein ist der gar nicht. Das habe ich auch letztes Mal gedacht, als ich diesen Meerjungfrauenkuchen gemacht habe. Und das sieht nur so aus. Finde ich jetzt. So einen nach hinten kriegen, warte mal. Gut. Muss alle reinknicken.
dann da rein. Eigentlich ist es ziemlich easy. Ich habe jetzt den Ofen auf 150 Grad gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich den Boden da irgendwie reinmachen muss. Keine Ahnung. Wie gesagt. Es kann auch so ein Wort sein, was in der Kombination gesperrt wird. Mit einem anderen Wort, ne? Heikel hier, weil es wird nicht so ganz rund. Nicht so einfach zumindest. Es ist immer trotzdem immer ein bisschen eckig, finde ich. Okay, lassen wir das sich mal entfalten. Naja, das ist okay, aber es ist nicht das Dollste, ne? So, ich muss jetzt mal ein bisschen lesen. Ich bin gerade vorne mit, ich kann mich auch hinsetzen. Die Backform nach der Anleitung. Ach was, die Backform soll man vorheizen? Okay. Aber danke trotzdem für deinen Follow. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Arbeit. Tschüss. Also Backmessung. Ja, süß, ne? Ich liebe kleine Malteserchen. Deswegen habe ich auch einen. Aha. Okay. Also wir müssen als erstes den Boden schnell machen, weil der soll auch in den Ofen irgendwie. Alles verrühren, da reinpacken in die Form und dann... damit rein. Da, aber es ist kein Problem. Wir können das ja dann den Auflauf nach unten machen erstmal. Das nervt so ein bisschen, ne? Aber ich habe jetzt auch keinen Bock. Ich will das jetzt so machen. Ich habe jetzt keinen Bock, extra eine Form rauszuholen. Weil ich habe auch davon abgesehen gar nicht so eine kleine Form. Eine Größe. 28 cm Durchmesser. Ich glaube, das ist, keine Ahnung, was ist das? 18? Backmischung für den Teig Rührschüssel geben. Schlagsahne. Die Schweine, hör mal auf, alles irgendwo vom Boden zu essen. Ey. Eine Rührschüssel? Oh, das ist, wenn du eine kleine Küche hast, hast du keinen Platz. Ich muss alles irgendwie praktisch packen. Was ist da los, Pulli? So, achso, Backmischung für den Teig. Da muss ich erstmal gucken, wie das die richtige ist. Das hier immer. Ach, die Vorbeipack. Okay. Ich glaube, dass der Kakao nicht mehr gut ist. Ich sollte den nicht trinken. Nein, okay, ich habe eh Laktose, aber eigentlich passt die das nur bei warmer Milch und so weiter. Aber ich merke, dass ich Krämpfe kriege. Also weg mit dem Scheiß. Ist nicht mehr gut. Und ich vertrage das einfach heute Morgen schon wieder nicht.